Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe jetzt eine Woche die Buschbox hier in ihren Einzelteilen im Einsatz und muss meine bisherigen Betrachtungen zur Buschbox dahingehend aktualisieren, dass ich jetzt geübt habe und der Auf- und Abbau von dem Ding mit etwas Übung doch gleich viel einfacher vonstatten geht und viel schneller und viel weniger hakelig. Das heißt, meine leisen Kritikpunkte zur Bauweise von dem Ding würde ich noch mal ein wenig dahingehend korrigieren, dass Auf- und Abbau schon gut funktionieren, wenn man weiß, wie es geht und das nicht zum ersten Mal macht und da ein bisschen Übung hat. Und deshalb bauen wir das Ding jetzt schnell nochmal zusammen und bauen schnell nochmal auseinander. Ich zünd's jetzt nicht groß an, habe ich übrigens eben gemacht, da wart ihr noch nicht dabei, weil ich will auch mal was ohne euch machen hier. So, das machen wir jetzt. Ja, also da liegt das gute Stück. Ich hoffe, ich halte das jetzt einigermaßen in die Kamera, wenn ich damit rumhantiere. Und zwar mit Erklärung. Ich habe herausgefunden, wenn man die Vorderseite nimmt, die meines Erachtens dieses Stückchen hier ist, und dann eine beliebige Seite, zum Beispiel diese hier, und die dann ineinander stecken möchte, dann muss man diese beliebige Seite ein wenig zur Seite drücken, ja, also so rum. Dann gehen die auch wunderbar ineinander, weil da ja dieser komische Nippel da ist. Ne? Man kann ihn hoffentlich einigermaßen erkennen. Und der stört tatsächlich dann nur noch wenig, wenn man eben das weiß. Das steht übrigens in der Gebrauchsanweisung, die man auf bushcraftessentials.de irgendwo finden kann. Ich frage mich aber, da das eine DIN A4-Seite ist, warum kann man diese eine DIN A4-Seite nicht dem Ding beilegen? Das hätte doch jetzt nicht unglaublich wehgetan, möchte ich behaupten. So, dann kann man dann nämlich noch schön diesen Roster einsetzen und dann auch noch schön das Bodenblech einsetzen. Dass das jetzt immer noch nicht reibungslos funktioniert, liegt einfach daran, dass ich zu ungeschickt bin. Beziehungsweise, da muss ich dann wohl noch mehr üben. Aber ihr seht, das ging jetzt einigermaßen gut. Selbst wenn man so wie ich zwei linke Hände hat. Und dann setzt man auch dieses Ding ein. Und auch das ist, na, das ist jetzt Vorführeffekt. Das ging doch letztes Mal so gut. Aha. So, jetzt hat. Und ich habe es ja im Originalvideo gar nicht richtig reinbekommen. Nach unten, das geht auch erheblich besser, wenn man weiß, dass man das ein bisschen wegdrücken muss. Dann kriegt man das auch feste zusammen und dann ist das auch unten dicht. Jetzt ist hier oben noch eine kleine Lücke, aber die stört mich jetzt nicht. Und das würde ich jetzt wirklich sagen, dass sich das so ein ganz, ganz kleines bisschen verzieht, ist wohl normal. Zack, ging doch noch ganz zu. Muss man dann halt doch nochmal ein bisschen mit Gewalt dran herumwerkeln, dann funktioniert das auch. Also ihr seht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist der Aufbau wirklich keine große Sache und das kriegt man wahrscheinlich noch schneller hin, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, das noch schneller hinzubekommen. Gut, und auseinanderbauen geht mit derselben Art und Weise auch ganz flott. Wenn man eben weiß, dass man das nach außen biegen muss, dann geht das rucki-zucki, dann macht man diese beiden Bleche da raus und dann biegt man hier das wieder nach außen. Na, zack. Und hier auch. Zack. So, und dann geht das wirklich relativ fix. Also insbesondere das Auseinanderbauen ist dann schnell passiert. Und wie gesagt, also meine leichte Kritik an der Bauweise von dem Ding möchte ich damit zurücknehmen. Da bin ich jetzt doch eigentlich sehr von überzeugt, dass das gut funktioniert. Jawohl. Also man braucht, muss es einfach halt ein paar Mal gemacht haben. Dann klappt das auch einigermaßen. Dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich zur Buschbox unbedingt loswerden möchte. Und die ist mehr so theoretischer Natur, deshalb kriegt ihr jetzt wieder mein Gesicht zu sehen. So, ich habe jetzt zwei Probleme noch, die es im Internet so gibt, die an der Buschbox rumnörgeln, beziehungsweise zwei Kritikpunkte, die es da gibt, die ich nicht nachvollziehen kann. Kritikpunkt Nummer 1, man vergleicht die Buschbox mit einem größeren Hobo, einem viel größeren. Das sind meiner Meinung nach zwei verschiedene Produktkategorien. Das ist so ähnlich, als würde ich sagen, orangene Laufschuhe sind mal viel besser als Trekkingstiefel.
Da gibt es dann natürlich Bereiche, wo orangene Laufschuhe viel besser sind als Trekkingstiefel. Und es gibt Bereiche, da sind Trekkingstiefel viel besser als orangene Laufschuhe. Man kann also meiner Meinung nach in der Situation nicht unbedingt vergleichen, beziehungsweise sagen, orangene Laufschuhe sind scheiße, Trekkingstiefel sind besser. Es kommt auf die Situation an. Und meiner Meinung nach ist das bei einem Miniatur-Hobokocher genauso. Ein Miniatur-Hobokocher ist ein Miniatur-Hobokocher, den man immer dabei haben kann, den man sogar in der Hosentasche in den Wald schleppen kann, was ich im Übrigen sogar getan habe, und mit dem man sich dann wirklich ganz spontan, den man immer dabei haben kann und dann halt ganz gemütlich mal im Wald ganz schnell eine Tasse Kaffee zubereiten, ohne das Ding großartig vorher einpacken zu müssen oder im Rucksack mit sich rumzuschleppen. Dafür ist er besonders klein und besonders leicht. Man nimmt dann aber natürlich in Kauf, dass es kein Hightech, super komfortabel Luxus-Kochgerät ist, wie ein großer Hobokocher. Und das sind meiner Meinung nach wirklich zwei Paar Schuhe. Das kleine Immer-Dabei-Gerät und der, ich habe vor, was zu kochen und nehme entsprechend Ausrüstung mit, weil ich weiß, dass ich vorhabe, was zu kochen. Kocher. Ja, also meiner Meinung nach kann man das einfach nicht vergleichen. Daher finde ich Kritikpunkte aller, ja, aber alle anderen haben eine bessere Brennleistung und so weiter und so fort. Das ist zwar richtig, das ist ein Fakt, aber deshalb ist dieses Produkt noch nicht schlecht, weil es ja gar nicht darauf ausgelegt ist, da mithalten zu wollen, sondern darauf ausgelegt ist, noch zu funktionieren, dabei aber sehr möglichst klein und leicht zu sein. Das ist ja das Ziel des Ganzen. Es soll nicht besonders gut brennen, sondern es soll brennen und dabei möglichst leicht zu transportieren sein. So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich, wie ich das meine. Selbstverständlich haben auch große Hobos eine Daseinsberechtigung, aber ich finde einfach, man darf die nicht miteinander vergleichen, kleine und große Hobos. Das ist halt einfach ein Unterschied. Zweiter Kritikpunkt, der da im Internet kursiert und mir auf die Nerven geht, ist, dass man sagt, das ist ja blöd, der brennt ja viel zu scheiße, mein Spiritus Trangia oder mein Esbit-Kocher oder mein Benzinkocher oder mein Gaskocher oder mein Spiritus hatten wir schon, oder mein Petroleumkocher, wer auch immer einen Petroleumkocher benutzen mag, aber theoretisch geht das ja auch, hat dann auch eine viel bessere Brennleistung und macht das Wasser noch viel schneller heiß, ist noch viel einfacher in der Anwendung und da könnte ich mich wirklich fast aufregen, weil ich bin von diesem Teil aus einem Grund unglaublich begeistert. Alle anderen Gründe würden dazu führen, dass ich es ganz sympathisch finde, das Teil. Aber richtig begeistert bin ich von dem Ding, beziehungsweise allgemein von Hobokochern deswegen, weil man unendlich Brennstoff zur Verfügung hat, weil es ja wirklich in einem Waldland wie Deutschland niemals so wenig Holz geben wird, dass einem das ausgeht. Also man hat wirklich unendlich Brennmaterial. Also als Survival-Item ist dieses Ding dann meiner Meinung nach der einzige Kocher, der Sinn macht. Weil für mich, ich gehe beim Survival, meinem eigenen Survival-Szenario in meinem Kopf davon aus, dass sich da irgendeine Situation ergeben mag, welche ist mir scheißegal, in der ich langfristig in der Natur leben muss. Und zwar so richtig lange und nicht einfach nur mal 3 Tage und dann werde ich gerettet, sondern so richtig, richtig lange, also Jahre. Und da hilft mir dann ein Spirituskocher, ein Benzinkocher, ein Gaskocher und so weiter und so fort einfach mal nicht, weil ich so viel Brennstoff niemals mit raustragen könnte in die Natur, beziehungsweise auch nicht dabei hätte, wenn es mich dann erwischt in so einer Situation. Und daher finde ich, man kann einfach nicht einen Hobokocher mit Holz als Brennstoff mit irgendeinem anderen Kocher mit Hightech-Industrie-Zivilisationsbrennstoff vergleichen. Nicht, dass ich die anderen Kocher jetzt automatisch schlecht finde und sage, die braucht man nicht. Ich habe ja selber jede Menge davon und benutze die auch gerne und hat alles seine Daseinsberechtigung, aber für Survival-Zwecke, da ist mir dann wirklich so ein kleiner Hobo lieber und meiner Meinung nach ist dann das Einzige, womit man so einen kleinen Hobo vergleichen kann und sagen, der ist scheiße, weil er schlechter ist als die gangbare Alternative für das, wofür dieses Ding gedacht ist. Und diese gangbare Alternative ist meiner Meinung nach das Holzfeuer, das ganz normale offene Feuer, gänzlich ohne Hilfsmittel oder mit aus der Natur improvisierten Hilfsmitteln halt, was man da so machen kann, Steine und so weiter und so fort.
Und bei diesem Vergleich muss ich sagen, da ist mir dann die Buschbox wirklich erheblich sympathischer als das normale Holzfeuer. Das kann man zwar auch dann machen, wenn man keine Buschbox dabei hat. Und für größere Kochvorhaben kann man immer noch das normale Holzfeuer machen. Wenn man aber nur mal wirklich was Kleines kochen möchte oder sich nur mal schnell einen halben Liter Wasser abkochen, weil man wahnsinnig Durst hat, dann ist das halt echt super praktisch, dieses Ding, weil es geht halt doch erheblich schneller. Allein, weil wenn man ein normales Feuerchen macht, dann muss man ja erst richtig Glut haben, damit man da großartig einen Topf draufstellen kann. Da muss man sich erst was bauen, wo man großartig einen Topf draufstellen kann. Unter gewissen Umständen kriegt man das auch schnell hin, wenn man zum Beispiel zwei große Steine hat und zwischen den beiden großen Steinen kurz ein Feuerchen anzündet. Da kann man dann auch sehr schnell und relativ früh seinen Topf draufstellen und sich dann da entsprechend sein Wasser schnell heiß machen. Wenn man jetzt sagt, okay, das reicht mir, dann braucht man natürlich auch die Buschbox nicht. Da spart man nochmal 200 irgendwas Gramm Gewicht, fast 300 und nochmal den Platz, den das Ding brauchen würde. Das kann ich nachvollziehen, wer das sagt. Aber eben nicht nachvollziehen kann ich, oh was, das Ding ist blöd, ich nehme lieber mal einen Benzinkocher mit. Für Survival-Vorhaben, das verstehe ich dann nicht. Für Trekking gerne. Mache ich auch. Da habe ich auch meistens Benzinkocher dabei. Aber ja. Und deshalb finde ich es halt einfach unfair, wenn man diesem wirklich guten Produkt dann ausstellt, dass es scheiße ist, weil man nicht nachvollziehen kann, für wen und für was es gedacht ist. Es ist einfach ein Anwendungsbereich, der anders ist als die anderen Anwendungsbereiche. Und für seinen Anwendungsbereich ist das Ding meiner Meinung nach toll. So. Und das haben wir jetzt hoffentlich klargestellt. Und ich habe immer noch kein Geld bekommen von Bushcraft Essentials. Schade eigentlich. Wie sieht's aus? Wollte ich mich noch nur eine Bushbox XL hätte ich gern, wenn ihr das seht. Nein. Machen wir nicht. Fangen wir gar nicht erst an. Aber ja. Das war mir jetzt einfach nochmal ein Anliegen und ich hocke ja sowieso gerade im Wald und habe mit dem Ding rumgespielt und habe die Kamera ja auch grundsätzlich im Rucksack rumliegen und da habe ich mir gedacht, dann kann ich euch das auch nochmal schnell erzählen. Ja, dem habe ich jetzt wirklich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Und wer mich jetzt hasst, da kann ich mit leben. Das trifft mich zwar hart, aber nicht unvorbereitet. Macht's gut.